Herzlich willkommen, liebe Journalisten. Heute wollen wir unseren Neuzugang Hannes Wolf einmal präsentieren, der jetzt bei uns ist. Ich fange mit der ersten Frage an, Hannes. Sag doch mal, wie geht's dir mit deiner Verletzung aktuell? Wie sieht's aus? Ja, hallo erstmal alle zusammen. Ich bin selbst ein bisschen überrascht, wie gut es bis jetzt läuft seit der OP. Und ja, bin sehr zufrieden mit dem Verlauf. Und hoffe, es geht natürlich in den nächsten Wochen so weiter, bis zum 1.8., wo dann die letzte OP stattfindet. Okay, danke schön. Ja, bei Fragen kurzes Handzeichen, ich nehme dann dran. Yvonne, Gabriel? Ja, also es ist so, dass auch mein Syndesmoseband abgerissen war und dadurch habe ich jetzt eine Stellschraube drin, daher auch die 6 Wochen, weil rein vom Knöchelbruch würde es eigentlich schneller gehen, aber daher jetzt auch die 6 Wochen mit Krücken und ja, die Stellschraube wird dann entfernt und dann kann ich auch anfangen zu belasten und ich glaube, ja, dann wird es recht zügig gehen, dass ich auch normal gehen kann und mit dem Lauftraining irgendwann beginnen kann. Der wird auch in Berlin stattfinden. Anton Zirk. Sie hat nach der Verletzung ein bisschen Kritik an der Behandlung geäußert direkt vor Ort. Gab es dadurch jetzt irgendeine Form von Verzögerung im Heilungsprozess oder wurde das dann jetzt nochmal, war das gerade noch rechtzeitig, um das dann alles hinzukriegen? Nee, zum Glück war das alles noch rechtzeitig. Also großer Dank auf jeden Fall an die Ärzte in Salzburg und hier beim Verein und auch an Dr. Stöckler in Berlin. Dort war es ein bisschen schwierig. Die haben mein Bein grundsätzlich was ein bisschen schief im Gips. Aber ja, dadurch, dass ich einen Tag später in Österreich war, war das nicht so ein großes Problem. Hat ein bisschen wehgetan beim Einrenken, aber ja, jetzt ist alles gut. Jan Günther. Wie ist das, wenn man hier aus dem Zelt heraus den neuen Spielern nur erstmal zugucken kann? Ja, ist schon ein bisschen bitter, aber ja, ich bin trotzdem froh, dass ich jetzt dabei bin, dass ich die Jungs mal kennenlernen und auch das Training anschauen kann, weil ich sehe ja jetzt trotzdem, worauf der neue Trainer Wert legt. Und ja, natürlich, ich wäre gern dabei, aber ich kann es jetzt nicht ändern und muss halt an meiner Reha arbeiten und schauen, dass ich so schnell wie möglich am Platz bin. Ingo Hane, bitte. Zum einen, warum war es Ihnen so wichtig, hierher zu kommen? Und was können Sie denn machen? Ja, ich kann grundsätzlich alle Dinge machen, die ich auch in Leipzig machen konnte. Also ich war heute am Fahrrad, konnte Oberkörper trainieren, auch Beine trainieren. Also außer rechte Wade und rechtes Sprunggelenk kann ich eigentlich alles machen. Und ja, grundsätzlich ist mir einfach wichtig, auch ein Trainer war es sehr wichtig, dass ich mitkomme, weil es natürlich auch Thema war, in Leipzig zu bleiben. Aber es ist, glaube ich, grundsätzlich die beste Lösung, einfach weil ich die Jungs kennenlerne und einfach sehe, worauf der Trainer Wert legt. Nochmal Anton Zirk, bitte. Ja, schon. Also ich habe vorhin mal mit Halste gesprochen, der hat ja auch lange mit Frank, mit dem Reha-Trainer, mit dem ich jetzt sehr viel Zeit verbringe, trainiert. Und ja, es sagt halt auch jeder, dass gerade er auch ein Topmann ist und dass ich mir da keine Sorgen machen muss. Und ich persönlich denke auch, dass alles gut werden wird und alles wie früher wird. Oliver Harten, bitte. Ist es so, dass zur Rückrunde wieder einsatzfähig zu sein ein realistisches Ziel ist, oder? Wie ist der Fahrplan? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn ich in der Rückrunde nicht fit wäre, wäre schon ein bisschen was schief gelaufen. Also mein persönliches Ziel ist es, schon noch jetzt in diesem Jahr mit der Mannschaft zu trainieren. Wann genau, kann ich jetzt nicht sagen, aber und dann muss man halt schauen, wie weit ich dann bin. Also, aber mein Ziel ist es schon, noch in diesem Jahr bei der Mannschaft zu sein. Und haben Sie die Gewissheit, dass das alles wieder auf 100 Pro aushält? Ja, schon. Wird von Tag zu Tag besser. War natürlich jetzt direkt am Anfang nach der Verletzung schwierig. Habe dann auch die restlichen Spiele von der U21 gesehen und irgendwie jeden Zweikampf sieht man dann ein bisschen anders. Aber jetzt mittlerweile bin ich eigentlich positiv und denke schon, dass alles wieder wird, weil mein Bein fühlt sich eigentlich jetzt
wieder wie ein Fuß an so. Und ja, es wird eigentlich immer sicherer alles und ich konnte gestern auch schon im Wasser ein paar Schritte ohne Krücken gehen und sowas gibt mir halt immer ein gutes Gefühl. Anton Zirk nochmal. Gab es nach der Situation, also wo das Foul passiert ist, Kontakt zu dem Gegenspieler? Irgendwie gab es da eine Rückmeldung oder muss man das danach spielen, was so zur Zeit gegangen ist? Naja, er hat mir schon auf Instagram geschrieben. Ja, ich habe ihm auch gesagt, dass es halt passieren kann. Es war ja grundsätzlich ein normaler Zweikampf. Halt faul, aber ich glaube jetzt nicht böswillig oder absichtlich. Und ja, es ist dann halt blöd, ich bin dann irgendwie mit dem Gewicht über meinen Fuß gefallen und ja, leider ist es dann so passiert, wie es passiert ist. Mario Hartmann, bitte. So wie Sie das hören, haben Sie die Szene aber mal sicher geschaut, ja? Ja, ich habe mehrmals noch gesehen. Direkt als es passiert ist, war es jetzt von den Schmerzen her und so eigentlich ganz normal, also hat sich wie ein normales Foul angefühlt, aber habe dann meinen Fuß gesehen und wusste irgendwie dann, da ist mehr kaputt geworden und ja, war dann halt sehr geschockt, aber habe es natürlich jetzt auf Video schon ein paar Mal gesehen und ja, wird leider nicht schöner. Ich habe jetzt in solchen Situationen öfter mal Diskussionen, vor allem in Social Media, dass Leute Kritik geäußert haben, dass diese Szenen auch aus allen Blickwinkeln nochmal gezeigt würden und so weiter. Wie geht es dir damit? Findest du es gut, dass es dann trotzdem gezeigt wird, weil es gehört irgendwie dazu, oder bist du der Meinung, man müsste da eigentlich auch mal sagen, okay, man hat es jetzt gesehen und muss nicht die 10. Slow-Motion sein? Schwierig zu sagen, also ich glaube, es gibt halt Leute, die können gar nicht hinschauen und dann gibt es wieder Leute, quasi ich glaube, jeder, der es von vorne als erstes gesehen hat, dachte gar nicht, dass es so schlimm ist, aber ja, jetzt für Leute wie meine Eltern, die zu Hause vor dem Fernseher saßen, ist es natürlich schon heftig, also ich glaube auch, dass meine Mutter vom Fernseher dann weggegangen ist, aber ja, ich glaube, das ist normal heutzutage, dass du halt 10 verschiedene Kameraaufnahmen hast. Martin Henkel? Hannes, du hattest ja vergangenes Jahr nur zweimal Kontakt zu deiner jetzigen Mannschaft in den beiden Spielen. Da ging es gut her. Wie ist es jetzt für dich, quasi die andere Seite zu sehen und sie auch als Persönlichkeit wahrzunehmen? Kannst du das mal kurz beschreiben? So, vorher war es deine Gegner, jetzt ist er quasi deine Mitspieler. Ja, spannend. Sind alle sehr nett. Auch vom Spaß her und so, kommt nicht zu kurz. Und ja, es ist einfach spannend. Wir haben zweimal gegen Leipzig gewonnen und ich glaube einfach, dass die aber hier sehr gute Arbeit gemacht haben, auch in dem Jahr davor und jetzt da einfach nochmal den nächsten Step gehen wollen und ja, es ist einfach spannend auch jetzt zu sehen, wie hier gearbeitet wird im Vergleich zu dem, wie in Salzburg gearbeitet worden ist und ja, ich bin einfach froh hier zu sein. Was sind da die größten Unterschiede in der Trainingsarbeit oder wahrscheinlich was das Ganze gut? Ja, es gibt auch Sachen, die sind eigentlich identisch, aber grundsätzlich ist erstens mal anders jetzt vom ganzen Paket her, dass viel mehr medial und so weiter ist, also viel mehr Zuschauer beim Training. So viel waren in Salzburg beim Testspiel. Ja, und einfach so, es gibt natürlich auch Abläufe gegen Ball und so, die kenne ich schon. Aber ja, es gibt immer noch neue Sachen, zum Beispiel die Abläufe jetzt generell im Trainingslager, auch was außerhalb vom Training betrifft, sind ein bisschen anders. Aber ja, es fühlt sich alles gut an und ist jetzt nicht gewöhnungsbedürftig, also ich bin da schon schnell, habe das alles schnell verstanden. Ingo Hane, bitte. Sie haben in Salzburg mit einem Leipziger trainiert. Bitte? Sie haben in Salzburg mit einem Leipziger trainiert und dann Marco Rose. Also vom ersten Gefühl, wie groß sind denn die Unterschiede zwischen den beiden Trainern, Rose und Nagelsmann? Oder sind die gar nicht so weit voneinander entfernt, beides junge Trainer, beide Trainer? Ja, schwierig zu sagen. Ich kenne jetzt einen Trainer hier noch nicht so lange. Mit Marco Rose habe ich ja 5 Jahre lang gearbeitet. Ja, aber grundsätzlich, sie legen halt beide auch viel Wert, auch nicht nur gegen den Ball, sondern auch mit dem Ball. Und ja, von den Videositzungen, die ich jetzt mitbekommen habe, decken sich schon einige Sachen. Aber ich glaube auch, dass der neue Trainer hier mir sehr, sehr viele neue Dinge lernen kann. Und ja, er legt sehr viel Wert auf Handlungsschnelligkeit, habe ich das Gefühl. Und ja, es gibt halt schon Parallelen, aber es sind auch viele, viele Dinge anders.